Hallo, hier bei Justins Wetter zu dieser morgendlichen Wettervorhersage. Wir schauen in diesem Video jetzt mal ein bisschen genauer drauf, was uns denn da jetzt in den nächsten Tagen bevorstehen könnte. Und zum Ende dieses Videos werden wir dann nochmal auf das Wetter von Ende Juni schauen. Denn dort kündigt sich eventuell eine richtig markante Hitzewelle an mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Das war jetzt schon in den letzten Läufen drin, aber wir wollen erstmal den Hauptaugenmerk auf den heutigen Donnerstag und den morgigen Freitag legen, denn man kann wieder schwere Unwetter heute und morgen in Deutschland sehen. Dafür habe ich mir dieses Hintergrundbild ausgesucht von diesem schweren Unwetter, wo diese Gewitterwolke dann doch grün leuchtet hier im Hintergrund. Aber das haken wir jetzt erstmal ab und wir schauen dann jetzt mal auf das, was kommt. Und da haben wir dann hier, wie gesagt, diese sehr, sehr heißen Luftmassen bei uns in Deutschland. Und dann habe ich das Ganze hier mal mit diesen Ausrufezeichen-Symbolen gekennzeichnet, denn dort ja kann es dann doch durchaus zu wirklich sehr, sehr kräftigen Gewittern in diesem benannten Bereich dort kommen, mit wirklich teilweise größerem Hagel, schweren Sturmböen und heftigem Starkregen. Denn hier im Süden haben wir dann doch Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch bei 20 bis 23 Grad liegen sollen, vor allem in dieser Hitzeblase hier im äußersten Südwesten. Blicken wir dann jetzt mal auf das Wetter am heutigen Donnerstag dazu und dann hätten wir dann noch, dann hätten wir hier Richtung Grenze von NRW, Grenze von Rheinland-Pfalz an die Benelux-Länder wirklich schon kräftige Schauer und Gewitter. Und zusätzlich muss ich noch ein Gebiet jetzt noch hervorheben, das wäre dann in diesem Fall der Südosten und Süden. Generell an den Alpen kann es dann doch einzelne heftige Superzellen geben mit Gefahr von Großhagel, schweren Sturmböen, Orkanböen und die Tornadogefahr wäre hier dann doch auch leicht bis markant erhöht. Schauen wir uns dazu die Cape-Werte an und die werden dann doch vor allem hier in der Südhälfte dann doch deutlich erhöht mit Werten, die dann teilweise bei 2500 Joule pro Kilogramm liegen würden. Und das Ganze würde sich aber hauptsächlich wohl auf den Süden beschränken, diese Gewitterzone. Und die würde wohl nicht viel weiter nach Norden vorankommen. Die Temperaturen dazu am heutigen Donnerstag sehen wie folgt aus. Und dann hätten wir dann doch vor allem hier Richtung Südosten die wärmsten Temperaturen mit bis zu 28 Grad, die gemessen werden würden. Und jetzt schauen wir mal nämlich mal in den Westen. Hier nicht ganz so hohe Temperaturen oder nicht mal ansatzweise so warm. Hier teilweise sogar Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad nur. Also ein deutliches Stück kälter, als wir dann doch im Südosten die Temperaturen hätten. Dann kommt die Windscherung auch noch mit ins Spiel. Und dann hätten wir dann hier Richtung Südwesten doch deutlich erhöhte Windscherungswerte. Nicht nur im Südwesten, im Norden ist sie zwar auch erhöht, hier haben wir aber kaum kräftige Gewitter, die sich hier bilden sollen. Nach jetzigem Stand hauptsächlich die Westhälfte wäre dann doch weitestgehend betroffen oder generell die Süd- und Westhälfte. Dazu die Superzellengefahr und die wäre weiterhin hier im Süden dann doch leicht bis mäßig erhöht. Und dann hätten wir dann hier doch teilweise, wie gesagt, die gewisse Superzellengefahr. Und in den Superzellen ist natürlich auch die Tornadogefahr leicht erhöht durch die Rotation in der Superzelle. Kann man nicht ausschließen, dass hier und da mal ein Tornado runterkommt. Dann schauen wir uns die SYN-Werte an. Das ist der Wert, der anzeigt, ob die Lage gedeckelt ist, ob sich überhaupt Gewitter bilden sollen oder nicht. Und dann hätten wir hier diese roten Farben. Und die roten Farben stehen dafür oder die zeigen, dass dann doch kräftige Gewitter oder Schauer generell Konvektion erstehen wird. Und die gelben Farben zeigen an, wo es wohl keine Gewitter geben wird. Aber hier Richtung Schwäbische Alb hätten wir dann doch rote Werte, dann einmal Richtung NRW und dann noch Richtung Benelux-Länder werden die ganzen Werte dann doch erhöht und wir müssten hier dann noch mit kräftigen Gewittern rechnen. Die Gewittergefahrenkarte für den heutigen Tag sieht wie folgt aus. Und dann hätten wir einmal im Süden bis in den Westen hoch die kräftigsten Schauer und Gewitter an der Grenze von Benelux und NRW, Rheinland-Pfalz, kann man hier und da auch das ein oder andere schwere Gewitter natürlich nicht ausschließen.
Und dann kommt der Freitag jetzt ins Spiel und der könnte dann so richtig Musik wieder reinbringen, denn wir könnten eventuell sogar zwei Kaltfronten bekommen. Eine Kaltfront liegt hier im Osten, die zweite würde dann aus Westen nachkommen mit den deutlich kühleren Temperaturen. Das sehen wir hier auch auf der Temperaturenkarte für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Mit diesem Tief auf dem Atlantik, dass dann wie gesagt diese deutlich kühleren Luftmassen zu uns schaufeln würden. Und mit diesem Tief, das sehen wir hier auch sehr gut, würde die Isobarendrängung dann wieder deutlich zunehmen. Also es würde dann eventuell auch wieder windiger werden. Schauen wir dann jetzt auf den Freitag, auf den möglichen Gewitter- bzw. Unwettercluster. Und da habe ich dann jetzt mal hier am Anfang das Alkenmodell rausgesucht. Das hatte ich ja gestern Mittag auch schon genommen. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut eigentlich, wie wir dann hier Richtung Osten diesen vermutlich schweren Unwettercluster bekommen können. Mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen müssen wir dann rechnen. Und vielleicht dann noch an den Alpen auch noch mal etwas in Sachen kräftigerer Schauer und Gewitter am Nachmittag und Abend. Vielleicht bildet sich über der Alp auch noch mal was. Aber das wird dann nicht mal allzu heftig ausfallen. Denn hier ist die große Schwüle, die große Heißluft dann wohl schon raus. Dann schauen wir uns noch das Apersh-Modell an. Und dieses Modell sieht auch hier im Osten eine Gewitterfront mit Unwettergefahr. Durch großen Hagel, schwere Sturmböen. Da könnte auch wieder ein Bauecho dran sein. Also eine Böenfront, die dann teilweise wirklich sehr, sehr kräftige Schauer und Gewitter mit sich bringen kann. Und dazu hört man vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Und Und dann sehen wir, wie gesagt, hier im Osten wirklich diese sehr, sehr kräftige Schauer- und Gewitterfront. Die Cape-Wette dazu erstmal jetzt nach dem GFS-Modell. Und da sehen wir dann doch, ja, der Südosten würde volle Lotte in diesen massiven Cape-Werten liegen. Die würden dann einmal bis Sachsen eventuell sogar reinliegen. Und das Icon-Modell berechnet das ähnlich. Auch hier Richtung Österreich, ja, dann auch noch so Richtung ja, Slowenien, Ungarn, diese massiven Cape-Werte. Und das sind dann doch Werte, die sehen wir eigentlich nicht so häufig, die jetzt hier berechnet werden. Die Temperaturen in 2 Metern Höhe, und da sieht man dann doch sehr, sehr gut hier im Westen die deutlich wärmeren Temperaturen. Teilweise hätten wir hier Werte von um die 30 Grad und teilweise sogar noch mehr. Und man sieht Richtung Westen, ja, hier würden die Temperaturen dann doch deutlich nachlassen. Hier teilweise nur noch Temperaturen von unter 20 Grad, die dann gemessen werden würden. Und dann habe ich jetzt auch noch hier die Gewittergefahrenkarte rausgesucht und da kann man dann sich nun ins Kopf zerbrechen, wo denn jetzt wirklich diese Gefahrenzonen liegen werden. Und dann hätten wir dann, habe ich da einmal jetzt den Bereich hier vom Südwesten bis in den Nordosten eingezeichnet und generell in diesen Bereichen müssen wir mit schweren Gewittern und Unwettern rechnen, mit größeren Hagel, massiven Starkregen und vielleicht auch mal den ein oder anderen Wind, wo der den ein oder anderen Baum mal durch Downburst zum Beispiel umlegen kann. Und dann kommen wir auch schon auf die Ensembles. Und die Ensembles, da sieht man dann noch sehr, sehr gut hier das langjährige Mittel in Rot. Und das Weiße ist dann das Mittel aller Modelle oder das Mittel aller Läufe. Und da sehen wir dann doch hier die ganzen bunten Läufe, das sind die ganzen einzelnen Läufe. Und man sieht zum Ende des Vorhersagezeitraums, sieht man dann doch ein reinstes Hoch und Runter wieder. Da sind dann doch viele Ausreißer mit dabei. Und man sieht ja jetzt hier diesen einen Niederschlagsberg hier im Norden. Der wäre dann am morgigen Freitag oder am heutigen Donnerstag zu finden. Und dazu sieht man dann hier auch noch einen zweiten Wärmeberg, der berechnet wird. Und dazu sehen wir auch im Osten diesen zweiten Wärmeberg. Hier sehr, sehr gut diesen ersten Wärmeberg hier Richtung jetzt Freitag, der auch hier deutlich höher und größer ausfällt als im Norden. Und dazu auch ein paar Niederschlagssignale, die dann vorhanden sind. Und das Ganze im Süden, der Wärmeberg, der zweite Wärmeberg zumindest, hier nicht so ausgeprägt. Dafür der erste. Und dann stürzen die Läufe hier dann doch ab mit sehr, sehr vielen Niederschlagssignalen, die hier vorhanden sind. Also das spricht wieder für eine sehr, sehr nasse Witterung in diesem Fall im Süden. Und dann zum Schluss noch der Westen. Der Wärmeberg hier deutlich ausgeprägter jetzt als in den anderen Regionen. Erstmal dieser erste Wärmeberg und dann geht es auch schon wieder in den zweiten Wärmeberg nach einem kurzen Kältetal. Hier zwischendurch mal einige Niederschlagssignale jetzt vorhanden.
aber danach mit diesem zweiten Wärmeberg oder mit dem Absturz vom zweiten Wärmeberg dann runter nehmen auch hier die Niederschlagssignale wieder zu. Und dann habe ich jetzt noch eine Sache mir rausgesucht fürs Ende dieses Videos und da habe ich dann in diesem Fall jetzt mal die Wetterlage vom 30.05. mir rausgesucht und da sehen wir dann doch eigentlich sehr, sehr gut, wie dann sehr, sehr warme bis heiße Luftmassen nach Deutschland wieder strömen würden mit einem Tief, das ja dann eventuell Richtung Frankreich liegen würde und da würden dann wirklich sehr, sehr warme bis heiße Luftmassen zu uns nach Deutschland kommen und das ist jetzt hier mal die Temperaturenkarte für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und da sieht man das doch eigentlich sehr, sehr gut. Hier diese wirkliche Hitze, die dann nach Deutschland strömen würde, teilweise Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 20 Grad und wieder mehr, das könnte noch eine größere Wärme werden als jetzt in den letzten Tagen und beziehungsweise am Freitag. Da werden dann doch sehr, sehr heiße Temperaturen gemessen. Auf der anderen Seite auf dem Atlantik die kühleren Werte, die uns dann wohl erreichen könnten. Und dann was ganz Verrücktes, sowas habe ich diesen Sommer auch noch nicht gesehen und zwar, das sind jetzt die Temperaturen in 2 Metern Höhe und da sehen wir dann doch eigentlich sehr, sehr gut, wie dann hier Richtung Südwesten, Richtung Rhein-Main-Gebiet, Richtung Oberrhein, hier werden dann doch Temperaturen aktuell von 37 Grad berechnet, das Modell ist auch nicht hoch aufgelöst, dann könnte man da 1, 2, 3 Grad durchaus noch draufrechnen, also 40 Grad, ja, die kann man dann schon durchaus mal mit in Betracht ziehen. Im Norden tendenziell ein bisschen kühler und die Gewittergefahr würde damit auch wieder deutlich zunehmen. In diesem Fall hier im Südwesten dann doch wieder enorme Cape-Werte, die dann hier aktuell berechnet werden. Teilweise bis zu 6000 Joule pro Kilogramm werden hier aktuell berechnet. Richtung Osten würde von dieser ganzen Gewitter- bzw. Unwetterenergie noch gar nichts ankommen. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein mit diesem Update. Wir sehen uns dann heute Nachmittag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.